Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren South Park, The Fractured Butthole. Wir sind gerade in der letzten Folge dem Stripclub entkommen. Alter. Ey, ich komm nicht drauf klar. Ja. Und jetzt? Hier ist der Kuh. Wie läuft es bei euch? Alles cool bei euch? Gut. Weiter so. Weißt du, was meine Firze wirklich übel macht? Frisch zubereitetes Tex-Mex. Aber nicht einfach irgendwelches Tex-Mex. Es muss schon was Besonderes sein. Du weißt, was du zu tun hast, Hundearsch. Was? Oh nein. Er hat. Zeitfurz? Wow, du kannst mit deinen 14 Sachen durch die Zeit schicken. Hammergeil. Okay, kümmern wir uns um Clappy. Gut, Freunde, ihr habt sie gefunden, aber dieses italienische Restaurant befindet. Kommt, Verstärkung! Wird gemacht. Alle coolen Freunde, los geht's. Alles klar. Unser. Weißt du, was da bist? Du bist Alkoholiker. Gesagt, du schaffst keinen Tag ohne Whisky, du alte Schnapsdrossel. Ich verstehe nicht, wie diese Leute sich jeden Tag abschießen können. Tut mir leid, aber wenn du dir einen Katzenarsch. Ey, ist jemand an der Tageskarte interessiert? Nein, ja, okay. Meiner Meinung nach haben einen. Da sind sie. Und das Mädchen. Keine Ahnung. Haben wir sie nicht gesehen? Nee, wir mussten noch Uhren vergleichen. Nein, wir haben die Speisekarte durchgeschaut, weil Cartman noch was essen wollte. Das Verbrechen lässt sich nicht mit leerem Magen bekämpfen. Das merkst du auch noch. Ja, klar. Sie können nicht abgehauen sein. Sonst hätten wir sie bestimmt gesehen. Dann ist sie gleich in der Küche. Hoffentlich sieht man Kraft. Ruf, wenn ihr Hilfe braucht. Ich esse erstmal ein paar Grissini. Nein, man könnte auch mit Kuhn kämpfen. Kuhn und Human Kite. Oh. Wir müssen in die Küche gehen. Alter, Mann! Was war das? Ach so! So habe ich es gar nicht drauf geachtet. Zwei. Oh, das ist nice. Kriege ich komplett in den Suppenkopf rein, du kleines Stück Scheiße. Gebröselt. Das hört sich ziemlich übel an.
Ich hab den. Ich wusste, eine Zeitfurz habe ich noch nicht so ganz gecheckt, was das jetzt mir bringt. Ich glaube, das muss ich mir nochmal im Internet durchlesen. Oder so nochmal durchlesen. Und. Hat es auch. Zack. Also, okay. Weg mit euch. Also, da steht Cartman. Ah, okay, wenn jetzt die einfach so. Jetzt habe ich es verstanden. Wenn es ein Angriff kommt, der zu stark für uns ist, dann kann ich die Zeit zurück. Oh, okay. Jetzt habe ich es gerallt. Jetzt kannst du was lernen, Leuer. Und der Rest versucht nicht zu sterben. Zu beenden. Das werde ich mal ganz kurz hier weg haben. Also. Ja gut. Moment, ich könnte jetzt von hier. Jawohl. So. Mache das nochmal. Wenn ich dich mache, platt wie eine Pianine. Zack. Ich mach Filet aus dir. Wir müssen den. Wenn er jetzt nicht heilt, dann. Zack. Das könnte brennen. LOL. Los geht's, Furzlord. Sehr schön. Wunderarsch. Haut dir jetzt einen Plasmastrahl rein. Ja gut, ich muss so machen. Mit null könnte. Ich mache jetzt mal den hier ein bisschen Schaden. Komm, wir machen mal vom Kuhn. Na. Dreckige Feigling, du nicht kämpfe wie eine Mann! Mach sie fertig, sag, sag! Alter. Saft, gib mir Kraft! Zack. Brr. Wir haben keine Ahnung, so 3 Uhr morgens und die überlegen abzuhängen im Einkaufszentrum. Sehr schön. Die verrückten Partyköche besiegt. Pizzarelli Poppa gerät. Schneebesen von Fagoncini. Super.
Zeit vorzuschrecken. Das finde ich cool. Ja. Moment, ich hab deine Füße. Ich wollte mich nicht verunsichern, als er gesagt hat, dass ich Diabetes habe, weil meine Mom bei meiner Geburt gefotet hat. Ich wollte mir nur helfen, meine Warnkräfte zu entfesseln. Genau. Ja. Okay, kannst du ihn raushauen? Ihr wildes Schmetterschlag! Alter. Alter, die hat dieses Wort feigisch. So, okay. Ne. Das wird aber nicht das Ende von Cool and Friends sein. Alter, kannst du... Hä? Also... Okay. Okay. Wir wissen nicht, was hinter dieser Tür auf uns lauert. Da ist jemand drin. Mach dich bereit. Eins, zwei, Diabetes! Ich hab dir doch gesagt, die Bullen sind hinter mir her. Und dann führst du sie zu mir, du dumme Schlampe? Wen nennst du hier eine dumme Schlampe? Sehe ich etwa aus wie deine Mutter? Das Spiel ist aus, Claffy. Die Kids sind Bullen? Das ist kein Kopf. Das ist Captain Diabetes. Seine Mutter hat bei seiner Geburt gefurzt und deshalb hat er Diabetes, mit dem er gegen das Böse kämpft. So kriegt man aber nicht Diabetes. Wenn das keine Bullen sind, können wir sie abknallen. Die Schlampe da auch. Oh shit, so läuft das also. Ich wusste doch, dass man euch Tony Soprano Abklatschwichsern nicht vertrauen kann. Leb wohl, Captain Diabetes. Was bringt dir dein Diabetes jetzt, hä? Huh? Was zur... What? Alter. Lass uns abdampfen. Na gut. Endstation. Schlüssel. So lasse ich ihn niemals ans Steuer. Dann stirb. Red Wine Drunk Randy. Das würde den one-shotten. Oh, das ist nicht fair. Arschzeitreise hin oder her. Man darf andere nicht einfach überspringen. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Alter. 400 Lebenspunkte. Versau
Ja gut, ne? Ich kann jetzt hier herzlich wenig machen. Zack, zack. Lass dich nicht so vermöbeln, duck dich mal oder so. Ich bin drin. Okay. Piu piu. Alter, streng dich mal ein bisschen an. Wie, du verlierst nicht. Nein. Was? Dropkick? Wir haben die Macht des Rotweins wohl unterschätzt. Alter, der ist nochmal dran. Komm wieder, wenn du Haare am Sack hast. Ich muss es machen. Oh shit, das hat sicher wehgetan. Hat es. Jetzt kann ich ihn schocken. Der Schlüssel fällt bei mir und damit basta. Ja. Zug beenden. Und dann ihmchen heilen. So, damit ist erstmal aus der Schusslinie. Wer von euch Wichsern hat Sharon gesagt, dass ich hier bin? Alter. Randy, erinnere dich. Wir waren einst Verbündete. Oh ja. Ja, tu ihnen weh. Und wie sind die Radieschen von uns? Achso, ich hab noch eine. Ja gut. C. Dann müssen wir eben so ran. Danach ist nämlich Captain Diabetes dran. Dann kommen jetzt mal wieder die großen Geschütze. Und jetzt können wir es beenden. Los, Captain Diabetes. Ich hätte es noch ohne euch geschafft, aber danke fürs Zuschauen. Okay, ich nehme Sachs. Captain Diabetes duldet kein Alkohol am Steuer. Genital ist smart. Und den Charakterbogen von Captain Diabetes und Stufenaufstieg. Wir haben einen großen Platz bekommen. Okay. Okay, sehr gut, Mann. Ich weiß nur, dass so ein neuer Drogenbaron versucht, richtig heftige Ware auf den Markt zu bringen. Der Typ will, dass sich die Italiener und Chinesen-Mafia zusammenschließen. Genug Smalltalk. Wo ist Scrambles? Scrambles? Wir brauchen die Belohnung für unser Superhelden-Franchise. Oh, shit. Ihr wollt nur eine Katze? Und dann gibt's noch Cisco. Nur so ein Low-Class-Vollspaß, der immer übers Kohle-Scheffeln labert, weil irgend so ein weißer Penner jetzt der neue Big Boss ist, über den die Drogen und Nutten und der ganze andere Scheiß laufen. Okay. Aber nicht mit mir. Ich bin mein eigener Pimp, verstanden? Meine Pussy ist mein Lebensunterhalt. Die lasse ich doch nicht von irgendeinem dahergelaufen. Nein. Ein ganzes Einkommen auf illegalem Scheiß basiert. Entschuldigung, aber was ist mit den Katzen? Oh, die Katzen? Dieser kleine asiatische Freak namens Yakiababa oder so bezahlt 6 Pressler, damit sie den Leuten Katzen entführen. Kranke Scheiße, man kann doch nicht einfach die Pussy von anderen beanspruchen. Alter. Hört in den Knast. Und wo landen die Katzen?
Nein, 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 nein. Alter. Das Kind kam rein und fing an, die Leute anzufurzen. Wie aus dem Nichts, Mann. Vielleicht lehnt sich endlich jemand gegen das Übel in dieser Stadt auf. Dieses Kind ist ein Held. Ich finde, das Kind ist eine Bedrohung. Wie lange dauert es, bis er oder sie einen Unschuldigen tötet? Wie lange dauert es, bis das Daredevil der Punisher wird? Ha? Drei Staffeln? Drei Staffeln! Die Polizei hat einen Haufen illegaler Gegenstände gefunden, die das Restaurant mit einem größeren Verbrechersyndikat in Verbindung bringen können. Und das ist wohl nur die Spitze des Eisbergs. Alter. Was für eine Nacht. Berichten zufolge hatte der Selbstjustizler sogar einen Sidekick. Zunächst wies alles auf einen Sidekick hin, aber Untersuchungen zeigten, es war nur ein Klirps mit Diabetes. Und die Frage, die alle heute Nacht wach halten wird, lautet natürlich, wer ist der furzende Selbstjustizler? Wunderarsch. Nein. Ihr macht einfach weiter euren Teil und bringt das Zeug unter die Leute. Sonst mache ich vielleicht direkt mit den Russen Geschäfte. Oder mit den Chinesen. Alter. Mit den Sechstklässlern. Alter. Alles klar. Ah, nee. Wieso das geht? Das war dumm. Alter. Wir haben noch einen Artefaktplatz bekommen, einen großen. Da haben wir den Genital-Talisman bekommen. Ein wichtiger Kanal für Schwanzmann. Alles klar. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Alter. Heilige Scheiße. Ey, ich glaube, jetzt werden die Folgen immer beknackter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.